Man sieht noch, ich hab... Oh! Ja! 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 Wer ist am Telefon? Hallo? Wer ist da? Hier ist die Anke noch einmal. Die wer? Anke. Anke, zum zweiten Mal heute? Zum vierten Mal. Anke, machen Sie die Glotze leise, bitte. Ja. Anke, Sie wissen, was Sie jetzt gewinnen können? Ja. Ich ziehe extra meinen Anzug noch mal gerade. So, die Lösung ist... Halt. Aha. Wir machen das ein bisschen spektakulärer. Aha. Anke, ich zähle jetzt runter von 5 auf 0 und bei 0 sagen Sie mir die Lösung. Ja. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Überraschungskrise. Überraschungskrise? Anke, Sie haben Überraschungskrise gesagt, ne? Ja. Es tut mir leid, Anke, das ist nicht richtig. Ja, komm, Anke, es tut mir leid, bleiben Sie dran, Sie kriegen gerade Fuchs geschenkt. Alles ja, zack. Klar. Ja, weiter. Ja, sicher. Ich habe gesagt, die 10.000 Euro gehen raus. Hallo! Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Anke ist zum vierten Mal in dieser Sendung. Alle Leute, die jetzt vor der Glotze sitzen, sagen jetzt, die ist aus dem Sender. Nein! Anke hat genauso angerufen wie Sie. Und das Lustige ist, Anke ist jetzt schon eine Stunde vor der Glotze und hat es probiert. Und kommt durch und sagt, Überraschungskrise! Ist da ein K drin? Ist da ein einziges K drin? Krise wird mit K geschrieben. Selbst wenn es drin wäre, das K. Also sag mal, alle Leute haben hier gesagt, pass mal auf, da kriegen wir gleich noch eine falsche Antwort. So, ha, 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 ha. Und dann kommt Anke durch und sagt tatsächlich so einen Scheiß. Der Hot Button ist wieder an. Ich will jetzt einen Gewinner haben. Passen Sie mal auf, Sie kriegen 11.000 Euro. Hören Sie das Gelachen von meinem Kameramann? Das kann man doch nicht mehr in Worte fassen. Ich brauche jetzt einen Gewinner und ganz schnell brauche ich den. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Da hat die Überraschungskrise gesagt. Anke, Sie haben gerade 10.000 Euro versiebt. 10.000 Euro. Ich glaube, mein Hamster bunnert, mein Pony hupt. Musik ist weg. Ich will jetzt einen Gewinner haben. Und zwar ganz schnell. Komm, ganz schnell. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Los, zackig. Und jetzt. Was ist da los, bitte? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich schwöre Ihnen. Jetzt heißt es wieder bei 0 Leute, das sind die Anrufer eh nicht echt. Wenn bei uns auch nur ein Anrufer, wenn nur ein einziger Anrufer nicht echt wäre, wäre dieser Sender schon lange zu. Anke hat tatsächlich genauso angerufen wie Sie. Anke hat heute schon gewonnen, höre ich gerade. Da bin ich aber echt mal gespannt, bei was? Bei Klönen als ortskundig oder was? Ey. Das kann doch nicht, also bitte. Anke hat doch jetzt nicht, habt ihr das aufgenommen? Anke hat doch nicht Überraschungskrise gesagt. Ich sage noch, wenn Ghana gegen Brasilien im Achtelfinale gewinnt, ist Ghana der? So, der Überraschungskrise ist Ghana dann? Ganz ernsthaft, Herr Wirfhirn vom Himmel. Entschuldigung, man soll ja immer als Moderator moralisch zentriert sein. Ich hätte jetzt sagen müssen, oh Anke, das tut mir leid, das ist nicht richtig. Nein, also für so viel Blödheit kann ich auch nicht. Nee, jetzt mal ernsthaft. Man kann doch da, wenn die Buchstaben vorgegeben sind, man kann doch da nicht Überraschungskrise sagen. Ich kenne erstens das Wort nicht, zweitens habe ich es gerade noch erklärt mit Hallo, Sie hier, Brasilien gegen Ghana, ich habe Karten, bla 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 bla. Ich werde wahnsinnig. Anke, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ausfallen werde, aber geworden bin, das kann nicht, das, also,
glaube ich jetzt nicht. Und wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo eine dumme Antwort her. Das glaubt einem doch kein Mensch. Ich schreibe irgendwann... Die war halt aufgeregt. Ach, die war halt aufgeregt. Überraschungskrise. Ich habe ja nochmal nachgefragt. Ich habe ihr sogar noch die Chance gegeben. Ich habe zweimal nachgefragt. Haben wir eine Telefonnummer von Anke? Haben wir? Nee. So, können wir die nochmal anrufen? Ich meine, sie kann jetzt... Wir fragen sie nochmal eben kurz, wie sie darauf gekommen ist. Das glaubt uns doch kein Mensch, dass diese Person nicht irgendwo hier aus dem Callcenter angerufen hat. Das kann doch nicht sein. Ich kann doch nicht eine Stunde darüber reden und sagen, wenn Brasilien gegen Ghana gewinnt, bla 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 bla. Überraschungskrise, da ist nicht mal ein K drin. Und das ist eine Wortsuche und die haben bei 9 Live schon 100.078 Mal gespielt. Also nicht die, aber generell eine Wortsuche. Da kann jetzt keiner sagen, er weiß nicht, wie es funktioniert. Nein, 10, ja, ich habe gesagt, wir spielen jetzt um 11, habe ich gesagt. Ja, ich habe einfach nochmal, nein, geht nicht. Das kann ich nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Und da soll man sich dann nicht aufregen? Da denke ich mir doch, okay, bei diesem ganzen Gesülze, was wir alle samt von uns geben, dass man da irgendwann mal den Ton abstellt. Das kann ich ja verstehen. Aber dass man nicht mehr hinguckt, das kann ich nicht verstehen. Das kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen.